Also ich glaube, dass ich so erfolgreich bin in vielen Sportarten, liegt nicht nur daran, dass ich Parasportler bin, sondern eben auch daran, dass ich mich schnell in Dinge reinarbeiten kann. Ich lerne schnell und ich bin immer gut in Dingen, die mir Spaß machen. Ich glaube nicht, dass diese Art von Befriedigung oder dieses Glücksgefühl, was man empfindet, dass das immer unbedingt nur an einen Podestplatz gekoppelt sein muss. Schwimmen war für mich immer mein Leben. Ich wollte eigentlich noch nach Rio 2016. Und dann vom einen Tag auf den anderen war irgendwie für mich der Sport, das Schwimmen vorbei. Und dann habe ich angefangen, nachts von Rio zu träumen, dass ich auf dem Podest stehe, ganz oben, und eine Goldmedaille bekomme. Wusste ich gar nicht, in welcher Sportart, ne? War auch völlig egal. Und da ist so dieser Traum entstanden. Ja, dann bin ich irgendwie beim Handbiken gelandet, über ganz viele Umwege. Tatsächlich hat mir die paralympische Goldmedaille mit am meisten bedeutet. Ich hatte, glaube ich, wirklich das erste Mal in meinem Leben, obwohl ich schon so viele Medaillen gewonnen habe, das Gefühl, dass ich so richtig stolz bin auf das, was ich geschafft habe. Ich habe eigentlich zum Paratriathlon habe ich gewechselt, weil ich einfach die letzte Saison im Handbiken war ich einfach nicht motiviert genug. Ich habe irgendwie eine neue Herausforderung gebraucht und so war das eigentlich das Naheliegendste, dass man irgendwann auch mal den Triathlon in Betracht zieht. Und innerhalb von anderthalb Wochen habe ich mich dann nach der Saison, nach der WM entschieden, zum Paratriathlon zu wechseln und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Sportlerin Christiane Reppe zeichnet aus, dass sie A, immer gut drauf ist, dass sie irgendwie immer am Lachen ist und dass sie aus jeder noch so schwierigen Situation, glaube ich, immer versucht, das Beste zu machen.